Hallo und recht herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Andi und heute geht's weiter mit Uncharted 4. Wir müssen jetzt darüber. Mein Bruder ist schon vor. Schauen wir mal, wo es lang geht. Was glaubst du, wie lange brauchen wir bis New Devon? Ein paar Stunden? Genau, New Devon. Auf an wen oder was wir unterwegs treffen? Alter, was ist hier los? Kein Plan, wohin wir sind. Oh. Boah. Wo geht jetzt hin? Die wegballern von hier vielleicht. Runter, 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 komm. Lass der sich nicht fallen, Mensch. Geh halt runter. Oder geh rein, ist mir wurscht. Wo bist du? Ich bin hier unten, komm schon. Boah. Schöne Turm schon wieder kaputt. Irgendwas sagt mir, dass sie genug von uns haben. Wirklich, wie kommst du denn darauf? Hier runter, schnell! Action geht wieder vor weiter. Los, Nelson. Reiß dich zusammen. Steh auf, wir müssen weg! Wir müssen weg! Oh, oh mein Gott! Wo muss ich denn hier hin, Mensch? Keine Mu mehr! Kein Plan, wo ich hin muss. Weiß nicht, wo ich hin muss. Oh, ich sterb gleich. Das überlebe ich nicht. Leute, das überlebe ich nicht. Action cool, Leute. Mein Gott. Lauf, was ab, hättest du nicht tun sollen. Mal, jetzt überlebt er das nicht. Ich glaube, ich sollte gleich rennen. Los da, rein da. Okay, das ist ein Punkt. Nein. Jetzt geht's aber los hier. Action pur, Leute. Action pur. Na, jetzt ist die schon wieder da. Ja, wir haben vorher schon keine Chance gehabt. Hey, Nadine. Schön, Sie wiederzusehen. Au, okay, Mango, Mango! Was soll denn das heißen? Au, das ist mein Safe Word. Sind Sie immer so ein Klugscheißer? Wenn ich in Form bin? Ja. Sie und Ihr Bruder haben sich als die besseren Schatzjäger auf dieser Insel erwiesen. Schade, dass wir Gegner sind. Warten Sie, das können wir noch ändern. Im Drake trauen?
Den Fehler mache ich nicht nochmal. Hey, lassen wir uns doch mal. Okay, das war härter als erwartet. Ich finde selbst hinaus. Glauben Sie ehrlich, dass ich Sie nach all dem einfach davonziehen lasse? Das wäre das Klügste. Ach, kommen Sie, Nadine, echt jetzt? Wir wissen, dass Sie knallhart sind, aber wir sind zu zweit. Tja, meine Männer sind längst unterwegs. Ich muss ihnen nur Zeit verschaffen. Sofern ich das hier nicht selbst beende. Oh Gott, verdammt. Schnell, aber nicht so schnell. Hey, vergiss sie. Komm, wir müssen ihr weg, bevor sie... Scheiße. Wow, 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 wow. Jeder von uns beruhigt sich wieder. Na, das ist ja interessant. Nate? Samuel? Weg mit den Waffen! Ihr alle! Nein. Rafe, der Typ meint's ernst. Oh, mach dir keine Sorgen, Nadine. Die zwei töten niemanden kaltblütig. Das ist nicht ihr Stil. Willst du ihr Leben darauf verwetten? Na dann nur zu. Schieß doch. Sam. Wenn ich sterbe, sterbt ihr auch. Von mir aus? Keinen Schritt weiter! Meinst du? So? Sam, nimm die Waffe runter. Ich hab dich gewarnt. Tu es! Hey! Schon gut, Feuer einstellen, nicht schießen! Leg sie hin! Schon gut. Okay? Schon gut. Keine Sorge, Nadine. Das ist nicht ihr Stil. Was soll ich sagen? Ich dachte nicht, dass er es tut. Samuel, bist du okay? Ich glaube, du wusstest, dass dieser Moment kommt, hm? Hey! Komm schon, Mann. Du hast uns noch in der Hand. Entspann dich. Komm schon, du bist Geschäftsmann. Lass uns einen Deal machen. Oh, ein Deal. Oh ja, bin gespannt, was dir da vorschwebt. Oh, erzähl nur, ich höre. Okay, bloß. Okay. Du willst Averys Schatz finden? Dann helfen wir dir. Und im Gegenzug lasse ich euch leben? Ja. Und gibst uns einen Anteil. Mann, der Kerl hat Nerven. Nur so viel, um ihn freizukaufen, okay? Freikaufen? Nathan. Ja, er hat gesessen, für mich. Und der Kerl, der ihn rausgeholt hat, Hector Alcazar, er schuldet ihm viel Geld. Wow, wovon zum Henker redest du da, Nate? Hector Alcazar starb vor 6 Monaten bei einer Schießerei in Argentinien. What the fuck? Oh. Wow. Was hat er dir erzählt? Sam, was für ein Märchen hast du dir da ausgedacht? Alcazar, du hast gelogen?
Du hast deinen kleinen Bruder angelogen? Wir vergeuden Zeit. Augenblick. Die Sache ist, Nate, ich habe nie aufgehört, nach Averys Schatz zu suchen. Ich stoße bloß ständig auf Sackgassen. Tja, und dann höre ich, dass unser guter alter Samuel Drake, ein Experte für Avery, am Leben und guter Dinge ist. Es gab keinen Ausbruch. Ich habe den Gefängnisdirektor bestochen und dein Bruder ist einfach durchs Haupttor marschiert. Er hat die letzten 2 Jahre nach dem 2. Dismas-Kreuz gesucht. Und weißt du was? Wir haben es zusammengetan. Nein. Oh doch. Das ist Blödsinn. Oh, Sam? Magst du es widerlegen? Nate. Oh, Sam. Oh, Himmel. Nein, nein. Hör zu. Averys Schatz gehörte uns. Gehörte immer ich uns. Ich hab ein Leben für dich aufgegeben. Hey, hör zu, Nate, wenn's dich tröstet, mich hat dein Brüderchen auch für dumm verkauft. Hat sich aus dem Staub gemacht und dich und den alten Mann mit ins Boot geholt. Und ich will nicht lügen, Sam, das hat mich wirklich angekotzt. Aber, weißt du, das liegt hinter uns. Du verdienst ihn nicht. Und du schon? Wir sind doch alle nur Diebe, die herumstöbern, wo wir es nicht dürften. Rafe? Was? So oder so beende es. Oder ich tu's. Ihr habt die Lady gehört. Wenn dir ein Hinweis entgeht, kannst du dem Schatz Lebewohl sagen. Du hast selbst gesagt, du stößt nur auf Sackgassen. Sieh es doch ein, Rafe, du brauchst uns. Ja, du hast recht. Zur Hälfte. Ich brauche nur Sam. Warte, du machst einen Fehler. Du hast... Oh, shit. Oh mein Gott. Nate. Hey. Nate! Tja, da ist es. Wer zum Teufel wohnt denn hier? Ich hab keine Ahnung. Aber es ist die richtige Adresse. Ich hab mich hier in den letzten Tagen etwas umgesehen. Ist keiner zu Hause. Ich glaube, wir sind jetzt in einer Erinnerung von den beiden Brüdern, wo sie noch klein waren. Kapitel 16, die Drake-Brüder. Wo sollen wir anfangen? Finden wir mal einen Weg hinein. Und danach kommt die Führung. Meinst du, hier gibt es eine Alarmanlage? Suchen wir einen Weg nach drinnen, ohne ein Fenster einzuschlagen. Ja, schon krass, dass der Bruder ihn so belogen hat, hintergangen hat. Aber naja, ich hatte ja in einer von den anderen Folgen schon gesagt, irgendwas stimmt mit dem Bruder nicht. Jetzt schauen wir mal, wo wir hier hin müssen. Da ist aber klar, dass die Tür wahrscheinlich zu ist. Ja, das stimmt. Schauen wir hier mal durchs Tor durch. Vielleicht gibt es irgendwo Kletterpunkte. Okay, linke Händen von mir. Ja, da ist ein Dach. Können wir da vielleicht hoch? Na, da kommen wir nicht hoch. Hey Nathan, da! Ein offenes Fenster. Ach ja. Hier, mir nach. Okay, gib mir deine Hand. Thank you.
Komm, Nathan. Auch komisch, hier sind im Urlaub die Leute, aber die Fenster lassen sie offen stehen. Gruselig. Ja. Ja, hier. Ich hab noch einen. Und suchen wir nach einem bestimmten Zimmer? Halte einfach Ausschau nach Büchern, Kassinen, Aufzeichnungen aller Art. Okay? Hier drin ist nichts. Ein Dach ist es nicht. Die Küsten sind voller alter Reise- und Campingausrüstung. Oh, das ist ein Luger, ins Haus führen. Ab nach unten. Und wie finden wir sie? Was? Namens Notizbücher? Weißt du nicht mehr? Die hatten immer diese cremefarbenen Einbände. Ja, ich weiß, aber das ist riesig hier. Ah. Na bitte. Weißes Leder. Sam, hier ist was. Echt jetzt? Nein. Relikte von Tokugawa Ieyasu. Hey Sam. Nenn mich verrückt, aber das sieht aus wie eine Ming-Vase. Nathan, welcher zurechnungsfähige Mensch lässt eine Ming-Vase einfach so herumstehen? Ja, ist bestimmt nur ein billiges Imitat. Hm, klar ist es das. Richtig? Richtig. Ach, sie bewegt sich nicht. Hier, machen wir es zusammen. Bereit? Oh, ein Sarkophag. Das ist so eine Art Sarkophag. Ja. Sieh dich um. Hier stehen jede Menge Sarkophagi. Sarkophage. Sam, die sind echt. Was ist das hier? Tja. Heraus. Spielzeug Wasserflugzeug. Cool. Das ist römisch. Drittes, vielleicht viertes Jahrhundert. Für sein Alter kennt er sich schon gut aus. Hier ist noch eins. Nein,
selbst ein antiker mesopotamischer Waschtrockner. Ich bin ein Scherzkeks, schon immer. Hey, Nathan, sieh mal her. Wer bin ich? Hm? Dr. Livingston, komm. Nicht schlecht. So, wir sind in der Küche jetzt. Mann, was gebe ich für so eine Einladung? Lange nichts gesehen. Ich hoffe, du bist dieses Jahr mit dabei, Charles. Hingehen. Hä? Wenn dir die ganze Welt offen steht, wo gehst du hin? Überall? Überall. Hm, na gut. Mal sehen. Indien. Ja, wir sehen uns das Taj Mahal an. Er dreht sich und dreht sich. Sowjetunion. Auf nach Moskau. Ja, da kommen wir vielleicht nicht so leicht rein. Aber den roten Platz will ich mal sehen. Auf ein neues. England. Windsor Castle. Das wäre cool. Nicht wahr, Sam? Hey, sieh mich nicht so an. Ich nichts dafür, dass du noch nicht geboren warst. An viel erinnere ich mich eh nicht. Und so cool war es nicht. Aha. Okay. Ein letztes Mal. Brasilien. Hey, das ist mal was. So viele unentdeckte Orte im Regenwald. Und so viele unentdeckte Stämme mit Giftpfeilen. Ja, das auch. Ich glaube, Brasilien war ein Ort, wo er in einem anderen Teil war. Herr Nathan. Hey, sieh mal. Abel Cäsar. Es ist heiß da drin. Das habe ich gelesen. Ach ja? Ist das gut? Es ist irgendwie unglaublich. Es geht um die erste Frau aus dem Westen in Lhasa. Was soll man denn jetzt hier machen? Fruchtbarkeitstotems. Hey, bist du nicht etwas zu jung für so etwas? Kannst du dir vorstellen, der zu sein, der das gemacht hat? Ich glaube, mein Helm auf. Das wäre was, oder? Wow. Dieser Tisch ist so groß wie der im Speisesaal im Waisenhaus. Das Essen war hier bestimmt besser. Keine Kunst. Mann, die haben hier bestimmt tolle Feste gefeiert. Den Artefakten nach hatten sie jedenfalls das Geld dafür. Ja, das letzte Fest scheint aber eine Weile her zu sein. Ihr habt einen Hut auf, ich habe einen Helm auf. Passt. Da ist noch eine Schachtel. Vielleicht ist da das Buch drin, das wir suchen. Ah. Wow. Lawrence von Arabien. Den Schinken wollte ich schon immer sehen. Eine Turnierrüstung. Französisch. Kann man hier hoch? Es ist ein Riesenhaus, ey, ist ja Wahnsinn. Verschlossen. Mams Sachen sind vielleicht in einem dieser Räume. Wir müssen da rein.
Okay, das ist der Ausgang. Hey, leuchte mit deiner Lampe vielleicht nicht so viel gegen die Fenster. Oh ja, so kommen wir vielleicht in den Raum darunter. Nicht viel. Du. Was? Ich komm nicht durch. Schaffst du das? Soll das ein Witz sein? Schaff ich das? Okay, dann zeig mal, was du kannst. Hier, sieh dir das an. Hier gibt's einen Weg nach oben. Komm her! Hilf mir schieben. Können wir? Oh, ups. Eine Polaroid. Zeig mal her. Ich glaube, sie geht noch. Komm her. Und jetzt lächeln. Verlier's nicht. Cool gemacht, wirklich. Ja, was müssen wir noch schütteln? Geh halt da runter. So. Jetzt müsste ich eigentlich gleich zur Luke kommen. Der Weg jetzt hinführt. Da geht's, glaube ich, runter. Okay. Okay. Bin drin. Von hier ist sie auch verriegelt. Immer noch da ein Schlüssel. Codein. Ein Haufen Schmerzmittel. Schauen wir, ob wir irgendwo einen Schlüssel finden für meinen Bruder. Ja, das ist der Schlüssel.
Ah, nimm den noch jetzt. Hab ihn. Okay, dann machen wir mal die Tür auf. Was gefunden? Keine Aufzeichnungen. Tja, okay. Da ist noch die andere verschlossene Tür. Komm. Zuhauf. Mal sehen, was wir finden. Nein. Nein. Nope. Sam. Hast du da was? Das sind sie. Reichtümer des Paradieses? Wow, Henry Avery. Der Gunsway-Raub. Was hast du da? Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Aber das... Nein, das ist eindeutig Mams Handschrift. Nehmt die Hände hoch. Langsam. Nicht nötig. Was hält er da? Hey, zielen Sie nur auf mich. Gib mir mein Buch. Okay. Okay. Tut mir leid, Nathan. Kommt die denn her? Und was jetzt? Jetzt warten wir auf die Polizei. Hey, das wollen Sie sich doch bestimmt nicht antun. Stopp. Ich meine, das Leben von zwei Kindern zu zerstören, das... Ich will euch wirklich nicht erschießen. Kommen Sie, Lady, es ist doch gar nichts passiert, stimmt's? Wir alle müssen uns den Konsequenzen unserer Taten stellen. Müssen Sie ihn wenigstens gehen. Ich brachte ihn her, um Ihnen die Sachen unserer Mutter zu zeigen. Das ist alles, sie hat gar nichts damit zu tun. Was? Das heißt, das war allein meine Idee. Nein. Die Sachen eurer Mutter? Ja, die Aufzeichnungen sind von unserer Mom. Ihr seid Cassandra Morgens Jungs. Hi. Mein Gott. Ihr hättet euch fast erschossen. Ja, könnten Sie noch immer. Also, würden Sie... Ja, raucht erst mal einer. Sie kannten Mom? Sie hat für mich gearbeitet. Wie ihr sicher bemerkt habt, bin ich sowas wie eine Sammlerin. Das ist mal eine Untertreibung. Also, hat Mom für Sie übersetzt? Eure Mutter war die brillanteste Historikerin, die ich je getroffen habe. Wir hätten gemeinsam so viel erreichen können.
Doch dann ihre Krankheit, die... Tut mir leid. Nein, schon gut. Das ist lange her. Von all ihren Entdeckungen wäre das die absolute Krönung gewesen. Sig Marvis Magna. Großes aus kleinen Ursprüngen. Sir Francis Drakes Wahlspruch. Ja, Latein und historische Figuren. Das waren unsere Themen beim Abendessen. Wir waren eine seltsame Familie. Hat sie euch je von ihrer Theorie über Sir Francis Drake und seine Nachkommen erzählt? Sir Francis Drake hatte keine Nachkommen. Das will die Geschichte uns weismachen. Aber eure Mutter und ich sahen das anders. Die Geheimnisse dieses Piraten zu lüften, ist noch ein Abenteuer, dem ich Lebwohl sagen muss. Ich muss wohl vielem Lebwohl sagen. Verzeiht mir. Das Gerede einer alten Frau. Hier. Ihr habt genauso viel Anspruch darauf wie ich. Wer weiß? Vielleicht beendet ihr ja eines Tages, was sie begonnen hat. Also, sind wir aus dem Schneider, ja? Ich regel das mit der Polizei. Ihr habt ja reingefunden. Da findet ihr auch allein wieder raus, hm? Ja. Hier. Danke. Das Chaos tut mir leid. Okay, komm, Nathan. Gehen wir. Jetzt kriegt den Herzinfarkt und die Bullen verfolgen uns. Alles okay? Ja, super. Heilige Scheiße. Nein, 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 nein. Hey! 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 Sam? Sam? Hier ist die Polizei. Alles okay? Warte, wir müssen doch was tun. Ja, wir müssen dringend hier verschwinden. Wir können sie doch nicht hier lassen. Wir können nichts für sie tun. Okay, wir müssen abhauen. Wenn die Cops uns hier finden, dann... Nathan! Wir müssen weg. Sofort. Oh, Scheiße. Fenster, Fenster, komm! Okay, Sie sehen oben da. Sie, komm mit mir. Jetzt aber schnell weg hier. Warte. Geh halt. Sam, ich hab dich. Spring einfach. Schornstein, komm schon. Ich komme. Mein Bruder. Da. Das Eingangstor sieht gut aus. Eingangstor. Geht klar. Hey, langsam. Okay. Nathan! Vorne! Ist okay? Ihr da! Stehen bleiben! Lauf weg! Hier lang! Hier werden wir los! Hier ist Officer Murphy. Wir haben zwei Verdächtige. Zu Fuß. Ein Erwachsener, ein Kind. Stehen bleiben, verdammt! Stopp! Stopp, Gott! Hier hinten! Lauf, lauf, lauf! Ja, da sind sie!
Oh mein Gott, da kommen wir doch nie raus. Hab ich schon. Letzte Warnung. Auf den Boden. Hände über den Kopf. Hab ich. Okay, Leute, und wie es dann in der nächsten Folge weitergeht, bleibt auf jeden Fall dran, ist ziemlich spannend. Bis bald.